Frau Harms, Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, diese Woche wird ja eindeutig bestimmt werden von den Diskussionen, die sich aus dem Referendum in Griechenland ergeben. Und ich glaube, dass Griechenland und die Europäische Union insgesamt in einer sehr schwierigen Situation angekommen sind, was dazu geführt hat, man kann die Debatten im Europäischen Parlament, in denen vor einer solchen Entwicklung gewarnt wurde, die kann man nachlesen. Man kann auch nachlesen, dass Martin Schulz früher als Fraktionsvorsitzender und später als Parlamentspräsident dazu gesagt hat, um zu versuchen, das zu verhindern. Was ist jetzt richtig? Was ist richtig, was ist falsch? Meiner Meinung nach ist die wichtigste Rolle des Europäischen Parlaments, ja, der Kammer, die direkt gewählt wird von den Bürgerinnen und Bürgern in Nord und Süd, in Ost und Westeuropa, jetzt dazu beizutragen, Brücken zu bauen, die herausführen aus dieser Situation, in der die Europäische Union steht. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Schulz, und das fällt mir nicht leicht, das zu sagen, weil ich in den fünften Präsidenten der Europäischen Union große Hoffnungen gesetzt hatte. Ich muss Ihnen sagen, dass ich finde, dass meine Fraktion recht hat, dass die Art und Weise, wie Sie als Parlamentspräsident sich in die Griechenland-Debatte eingemischt haben, falsch war, unverantwortlich war. Nicht, weil Sie das Ja unterstützt haben, nicht, weil Sie das Ja unterstützt haben, sondern weil Sie zu der falschen Aufladung und der Konfrontation, die in Griechenland und in anderen europäischen Ländern stattfindet, beigetragen haben. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle sagen, dass ich glaube, dass Sie nicht dazu geeignet sind, eine aktive Rolle für das Europäische Parlament in diesem akuten Prozess zu spielen. Ich möchte Sie auffordern, sich einmal zurückzuhalten, weil der Schaden, den Sie angerichtet haben für das Europäische Parlament, der ist größer als der Nutzen, den Sie jetzt erreichen können. Ich nehme an, Frau Zimmer, Sie wollen sich zum gleichen Thema äußern. Sie vermuten richtig. Dazu gehört auch nicht viel, um das zu erwarten, da wir in der vergangenen Woche Dimitris Papadimoulis